So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Island 1 mit Marv und mit mir. Wir haben in der Zwischenzeit tatsächlich immer ein bisschen rumgelaufen und Marv hat es möglich gemacht, dass wir ein Gebiet entdeckt haben, wo wir jetzt nicht irgendwas gemacht haben, sondern einfach nur langgelaufen sind, das ich noch nicht kannte. Und ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich hatte 71 von 72. Ja, jetzt habe ich 72 von 72, habe die Trophäe gekriegt. Also hätten wir das jetzt aufgenommen, wäre das in der letzten Folge 3 Trophäen gewesen. Das wäre natürlich, sah schon fast rekordverdächtig. Ja, dann nochmal an der Stelle danke, ne? Dass du da einfach mal hingelaufen bist. Nicht zu danken. Ja, und jetzt sind wir in dem anderen Dorf. Wir wollten ja eigentlich hier unten weitermachen. Also hier. Aber jetzt sind wir hier oben gewesen in der Nähe und da haben wir uns gedacht, dann machen wir hier, weil hier sind viele. Hier können auch einige Fortlaufende sein. Das werden wir uns jetzt angucken. Im schlimmsten Fall haben wir hier aber auch eine Schnellreise, sodass wir dann auch in das andere Dorf wieder zurückreisen können. Also gucken wir uns einfach mal an, was die Leute hier so haben. Warte mal, hier ist... Ach nee, das ist Auto. Alles gut. So, gehen wir hier mal rein. Hier ist zu. Das ist zu, okay. Ach, kommen ja, wir doch direkt hier draußen an bei ihm, Chris. Ach, bei Chris. Ja, okay. Es sei denn, die anderen haben alle Porno. Ich red mal mit Chris hier. A couple days ago, a large passenger plane crashed in the jungle. We could hear the pilot yelling for help over the radio right before it went down. Who knows if anyone survived? Even if everyone perished, there's probably some valuable equipment on board. Navigational devices, communications equipment. Could you help me find the crash site? Ja, da waren wir ja schon. Mal gehen wir hin. Yeah. I'm sure it's worth the effort to find it. Hopefully ja, aber die haben wir doch schon gesehen. Useful. Ja, anscheinend kriegen wir die nochmal. Ey, das ist ein anderes Flugzeug, oder? Das ist so weit weg. Fühlt. Ne, das ist das, ne? Das wird das sein. Wir können das auch erstmal sein lassen und hier eine andere Quest annehmen. Ja. Ich gehe mal hier rein und red mal hier mit Bono. Ja, erstmal loot ich hier Deodorant und rede jetzt hier mit mit Bono. But you have been out there, and if would you be willing to find us some food? Money we have, food we don't. Right now, I know cash ain't worth nothing, but this craziness can't last forever. Gather us some food, and we will pay you good. Our money does us no good if we are dead, huh? Will you venture out there? Will you find us some food? Ja, wir finden dir some food. Hole 5 Essenskonserven. Ja, das wird jetzt mein Freund. You can count on me. Then we have a deal. Food for money. Please, brothers, hurry. Okay, das ist mein Freund jetzt hier. Ich kann das nicht machen. Du hast schon wieder, ne? Ach ja, er macht sich die ganzen Leute hier zu Freunden. Hast du das jetzt gemacht mit ihm? Ich kann mit ihm nichts anfangen. Ich kann auch überhaupt nichts anklicken bei ihm. Ich kann nichts machen mit ihm. Okay, ich auch nicht. Er ist buggy. Weil es ist sowieso fortlaufend, ne? Ja. Ja. Ja, Pono, wenn du nicht mit... Weißt du, wenn du uns den Auftrag geben willst, aber nicht mit uns reden willst, dann ist das nicht mein Problem. Da, wo du bist? Oder? Nee, ich würde mir gerne erstmal die Namen angucken von denen und mich dann entscheiden. Hier haben wir, Makimba. Der hört sich cool an. Ja, dann nehmen wir ihn hier. Okay, Makimba. Outsiders! My bride was taken by raiders from an enemy tribe, the Huli. It is a great dishonor, and I need to reclaim what was stolen from me. But I am no warrior. If you agree to bring me back my bride, I will give you my father's machete. Machete. Dishonor it. Will you agree to help me? Ja klar. Rette Makimbas Braut aus dem rivalisierenden Dorf. Yeah. You will? Thank you, true brothers. You will find a Huli village near the river. My bride's name is Mahina. Bring her back to me, and you will have this machete. Okay, wir gehen ins Huli-Dorf für die Machete. Let's go. Oh, das Huli-Dorf ist aber weit weg. Da brauchen wir ein Auto. Das hier nehmen? Das ist unser anderes. Das ist der.
Ah, ist das unser anderes Dorf? Yo. Ja, können wir eine Schnellreise hinmachen. Ja. Da ist er. Dann ist sie Mach bestimmt. Schnellreise dahin und dann können wir eigentlich auch gleich das mit dem Flugzeug machen. Na, dann da ist die ist bestimmt nicht. Bei den Rivalisierenden, die ist einfach abgehauen wahrscheinlich. Hier weint jemand. Oh, da war ich gerade schon drin aus Versehen in dem Haus. Ja, jetzt kommt es ja nicht so einfach rein. Übers Dach gehen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Okay, das war hier eine schlechte Idee. Oh, nochmal ein Jump. Zack. Okay. Mal rein. Hallo. Hier ist auch eine Leiter. Oh, hier ist eine Bratpfanne. Hallo, Makimbas Braut, da ist sie ja. Können wir was looten? Ich weiß nicht, wer er ist. Er ist bestimmt der neue Lover. Ich weiß es nicht. Mal gucken. I'm Mahina. If Makimba sent you, then tell him I'm dead. Or have become one of the undead. He beat me, you see? That's why I ran away. I found a man here who is kind to me, who never hits me like the coward Makimba. Tell him I am dead. Will you tell him that for me? Eine Frage der Ehre. Überzeuge Makimba davon, dass seine Frau gestorben ist. Okay. Sure. Good. But we need proof if we are to convince him. He once gave me a necklace and told me to wear it always. But I threw it away along with my memories of that evil bastard. Find that necklace and take it to him. That will surely convince him I'm dead. Ich kann auch einfach deinen Kopf mitbringen. Was hältst du denn davon? Oh, das war noch besser. Did he believe I was dead? Wer bist du hier eigentlich? Das ist der neue Lover von dir. Oh, guck mal, jetzt kommen wir hier durch die Tür. Ach, cool. Konnte sogar die Hintertür auch aufmachen. So, jetzt müssen wir erstmal die Kette finden, die sie weggeworfen hat. Die ist auf dem Weg zum Flugzeug. Ja, das passt doch dann. Boah, er hat einfach 2000 hier. Okay. Wollen wir da hinten laufen oder fahren wir? Oder fahren wir? Wir kommen mit dem Auto hier nicht durch. Ach so, ja, stimmt. Wir müssen dann hier draußen irgendwo fahren, ja. Mach mal einen Abstecher hier runter. Mhm. Ich bin in einem Bunker. Ja, ich habe wieder einen Infizierten hier an der Backe. Ist da was in dem Bunker? Ah, Sam steht hier. Und hier sind Snacks. Boah! Boah! Zwei Stinker hier vor der Tür. Ja, hier müsste auch noch einer drinne sein. Help me ist unter mir. Na, warte, geh an der Seite. Ich mach die Tür nicht auf. Alter, dich habe ich doch totgetreten. Wie kannst du denn noch leben? Oh, der hat den Kopf verloren. Wo ist denn Help me hier bei dir? Hab ich getötet gerade. Ah, okay. Na gut, hier ist auch noch eine Nebenquest, die können wir auch noch im nächsten machen. Gehen wir erstmal weiter.
Also mein Leben geht ja hier relativ schnell flöten, muss ich ja mal sagen. Na, du warst doch im Giftwasser. Ja. Aber immerhin habe ich ein paar Medikits. Was haben wir denn hier? Ach, hier kommen schon wieder die Matschköpfe. Warum rennen die Matschköpfe immer zu mir? Was, so nach dem Motto, gleich und gleich gesellt sich gern, oder was? Nee, sie suchen sich das schwächste Glied aus. Ja, der eine hat auch einen Knüppel. Alter, der hat mich fast gewonshottet mit seinem Knüppel. Boah, ja. Dann gehen wir mit dem Knüppel nicht am Keks. Der macht ja auch nochmal viel Schaden einfach. War da irgendwas? Da war nur eine Werkbank. Ach, boy. Aber hier ist Snack und Apfel. Den brauche ich mal ganz kurz. Aber $50. Jawohl, noch ein Snack. Energy. Geht's mir fast wieder gut. Oh, da stehst du. Oh ja. Ich kämpfe gegen die Wasserleiche. Zeig dir mal, wie man den schnell besiegt. Willst du sehen? Ja. Guck bewusst weg. Ich gebe den Keks dafür. Du hast halt auch einfach anhand deiner Klasse OP-Waffen. Ich bist du mal nach da? Ich tiere von den scharfen Waffen. Ach ja, das ist ja mit den Feuerwaffen. Ja. Was? Hast du da jetzt drauf geschossen? Nein, da war doch ein Zombie, oder nicht? Ja. Warte, kann ich dich reviven? 10.000, Alter. Da packe ich mir an den Kopf. 10.000. Für so eine Scheiße, weil der Zombie anscheinend irgendwie... Ich habe da nichts kaputt gemacht. Das ist ja wieder grober Quatsch gewesen. Aber das Spiel weiß schon, wie es mir das Geld aus den Wassertasche ziehen kann. Ja, bei 10.000, da musst du ja richtig viel Kohle haben. Ja, ich habe immer viel Geld. Nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Warte mal, lass mich mal eben gucken. Oh, ich habe 93.000, Alter. Ich muss mal wieder was ausgeben. Du hast auch unbedingt was ausgeben. Ja, aber weißt du, woran das liegt? Weil ich ja auch das geskillt habe, dass ich mehr Geld kriege und bessere Beute und sowas alles. Ja, stimmt. Ich habe ja geskillt, dass mir weniger abgezogen wird, wenn ich sterbe. Ja, kommt am Ende dann wieder aufs Gleiche raus, ja. Glaube ich auch. Oh nein, hier sind Feinde bei mir. 3 Stück. Bei mir ist hier eine ganz komische Gestalt. Tot. Okay, die hat gar keinen Effekt, diese Waffe. Oh, die hatte den Effekt, den Kopf abzutrennen. Tschüss. Adios. Hier ist auch irgendwo das Flugzeug. Ah, da sind wir vorbei. Echt? Wir sind am Flugzeug vorbei. Ja, lass uns das jetzt machen und dann machen wir das mit dem Flugzeug. Schließen wir 2 in einem ab. Hallo. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Ich hab einen kleinen Hüpfer gemacht. Was? Ich kann nicht reviven. Oh, ich hätte dich reviven können. Du hast so schnell gedrückt. Ich habe gar nicht gedrückt. Ich bin direkt gestorben. Ich bin ja, von hier runtergesprungen. So, und da bin ich runtergesprungen. Alter, und ich hatte halbes 10.000. Leben. Ich habe nicht geguckt. Ist auch besser so. Ich weiß nicht, wie viel ich verloren habe. Ist wahrscheinlich besser. Ja, da war gerade dieses Symbol, dass ich dich irgendwie reviven konnte oder so. Ja. Da, ich habe die Kette schon. Durch Zufall. Was ist denn hier in der Kiste? Ach was. Ja, bei meinem Glück, wenn ich hier irgendwo ins Wasser springe, sterbe ich auch wieder instant.
Ist anscheinend nicht so ein luschen Charakter wie ich hier. Ja, okay, ich würde fast sagen, wir gehen wieder Richtung Flugzeug und von da aus zu Fuß zurück zum Dorf und machen eine Schnellreise. Ja. Ist, glaube ich, am einfachsten. Ja, ich habe es mir markiert. Dann gehen wir mal da lang. Also, ich skill ja immer schon Fallschaden, ne? Ich das hier kann ich, glaube ich, sogar. Obwohl, ich weiß nicht, ob man das hier skillen kann. Ist ja egal. Aber das war ja gerade wieder eine Frechheit. Ich muss unbedingt dann Sachen kaufen. Ich muss mein Geld niedrig halten, damit ich nicht so viel aufzahle. Das wie ja, mit, das ist auch eine Frechheit. Wie mit den Steuern ist das hier. Hast du mehr, musst du mehr zahlen. Ja. Ah, ne, das ist, glaube ich, falsch hier. Hier würde ich nicht hochgehen. Hier ist falsch. Ich hänge hier in diesem Zuckerrohrgedöns fest, oder was das ist. Oder Bambus, oder was das ist. Bambusratte. Ja, ich muss aufpassen. Da leben auch die Affen. Naja. Jetzt habe ich ja Ausdauer. Das ist halt auch ein richtiger sportlich unterbelichteter Charakter hier, ey. Ja, mir ist das ja auch schon bei der einen Trophäe aufgefallen, wo du mit den vier Charakteren da Akt 1 abschließen musst. Ja. Und die haben keine Ausdauer, die anderen drei. Also meine, die hat ja richtig Ausdauer. Ja. So. Berge die elektronischen Teile aus dem Flugzeug. Ja. Ohne Gegner diesmal. Ja. Ah, da ist er. Ich nehme alles zurück. Da ist er. Und ich laufe wieder zurück. Oh, er brennt. Burning. Cut them down! Ah, oh, er ist tot. Ach ja, da ist ein Energy Drink und das Quest-Dingen und. Was ist das Questing? Oh, ich habe eine Trophäe bekommen. Gesundheit. Ja, Gesundheit wünsche ich dir auch. Hast wahrscheinlich irgendwie Summe X mal Medikit benutzt. Medikit 100 mal, genau. Ja, wo ist das Teil denn hier? Hier? Hatte das? Das war doch gerade hier. Das ist angezeigt. Das ist da oben drauf. Hast du das Elektroteil? Nee, noch nicht. Bin noch verwirrt, wo es sein soll. Okay, hier ist ein noch Loot. Was ist das hier? Halt genau davor. Das ist auch nicht. Das ist buggy. Das haben wir gerade hier angezeigt. Da blinkt doch auch noch was. Da, warte. Nahrungsmittelkonserve war das. Ach, was zum Teufel. Anderes. Das Game macht einen fertig, ne? Ja. Also manche Dinger sind echt schlimm hier. Batterien hier rein. Zeigt er mir das unter mir. Okay. Oh, ich bin gleich tot. Oh, was ist denn hier? Hier ist doch nichts. Jetzt ist es unter mir? Wie kann das denn unter mir sein? Da muss ich ja unter das Flugzeug krabbeln. Hier ist Dietrich Stufe 2. Ach, hier.
Ach, du glaubst es nicht. Komplett versteckt? Also ich hab... Ja, ja, unter irgendeinem Flugzeugteil. Ganz, ganz strange. Ich komm, ich helf dir. Ach, da sind ja welche. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Bug? Ah, er stirbt einfach nicht. Hinten ist noch einer, den kill ich. Okay, er ist gerade gestorben. Vor meinen Augen. Hallo, ich wurde hier hochgebackt. Echt? Ja. Oh, hallo. Was bist du da oben? Weiß nicht, ich wurde hier hochgebackt. Wir haben, das war nur dieses eine elektronische Teil. Aber da oben ist noch irgendwo was bei dir. Ja, deswegen, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Das ist auf meiner Ebene jetzt hier. Na gut, jetzt bist du... Ach nee, ich dachte, du wärst jetzt auch hier oben auf dem Flugzeug. Gott, da bist du doch. Ja, ich arbeite mich nach oben. Aber das klappt noch nicht. Nein. Ich habe es auch geschafft. Ja, jetzt sind wir beide hier oben. Aber das, was wir brauchen, ist unter uns. Ja, ich wollte sowieso nur einmal hier hochgehen, Aussicht genießen. Ah, ich glaube, ich weiß. Es sind noch mehr Flugzeugteile. Da liegt auf jeden Fall der andere. Wie soll ich denn hier reinkommen? Wie soll ich denn da reinkommen? Ah, da ist noch ein Flugzeugteil, ja, das stimmt. Hab's gesehen. Ah, der, wie soll ich denn hier reinkommen? Das, da, hier kommst du aber nicht. Ja, ich bin drinne. Okay. Ich bin irgendwie drunter. Sehr gut. Genau, gönn dir erstmal einen Apfel. Zwei benötigt. Gönn dir erstmal einen Apfel, das ist gut. Aber hier ist nichts mehr. Doch, kommst du hier doch rein? Das Teil ist da, das ist unter der Decke, musst du mal gucken. Unter welcher Decke? Warte. Hier oben. Achso. Maybe I'll find something useful. Das Goldenes? Nein. Jetzt sind wieder neue Feinde gespawnt. Da sehe ich sie doch schon. Matschköpfe. Oh, jetzt bugge ich hier unten fest. Ist auch irgendwie nur so ein reiner Bug, ne? Ja, irgendwas ist heute. Ah, bam. Du verlässt den spielbaren Bereich, okay? Jetzt fängt er damit an. Jetzt. Er hat noch nicht genug, ey. Okay, ja, wir haben das jetzt hier geschafft. Wir könnten jetzt eigentlich... Müssen wir zurück. Von hier aus ist es aber näher zu unserem normalen Dorf zu gehen. Das darf nicht wahr sein. Ich mache mir einen Wegpunkt und gehe zu unserem normalen Dorf zurück. Ja, ich kann leider nicht folgen, glaube ich. Nein? Auch jetzt. Knallharter Messingschlagring in Grün. Ach, jetzt auf einmal ein Gegner gespawnt. Hallo! That did some damage. Boah. Er brennt. Jo, er ist umgefallen. Wir können, wie er umgefallen ist. Er ist irgendwo verbrannt, der Typ. Ah, hier ist er umgefallen. Na gut. Dann wollen wir mal die Rückreise antreten. Ja, kannst du mir folgen? Ich habe mir einen Wegpunkt gemacht. Ah, hier, go to Cola. Gute Cola. Ja, ja. So.
Hier schreien die Affen auch immer sehr laut hier in der Gegend. Ist dem so? Ja, muss man drauf hören. Ja, ich hör's. Aber wo sind sie? Irgendwo. Wo sind deine Makakenfreunde? Nein, ich weiß es nicht. So. Wir sind wieder da. Jetzt hat er nur 118. Er ist arm geworden in der Zeit. Wenn wir den Spaten haben, könnten wir auch nochmal eine Schnellreise machen zum Leuchtturm, ne? Ja, die müsstest du ja... Nee, Kirche war das, glaube ich. Kirche, ja, genau. So, warte mal. Jetzt lass uns mal gucken. Wir müssen zum... Dschungelantenne? Oder was ist das für ein Lager da oben? Wie irgendein heißt das? Dorf. Dschungelcamp? Wasserfallbunker oder Antenne? Dorf am Fluss, Antenne, Wasserfallbunker, Dschungelcamp. Also das Dorf am Fluss ist es nicht. Dorf Antenne würde ich sagen auch nicht. Ja, der Dschungelcamp gesagt. Ja, dann nehmen wir einfach Dschungelcamp. Nach Australien. Ja, genau. Ja. Aha. Reden wir erstmal mit Makimba hier. Oh, ist tot. Ja. This necklace. She never took it off. It can only mean one thing. That she finally. God. What am I going to do now? Take this as promised and leave me be. Leave me be! Ja, brutalo Macheta, da mit der müsste ich dich eigentlich töten. Du Arschloch, was du dir für deine Frau da schlägst. Eigentlich nicht anders verdient, ja. Ja, ich würde tatsächlich eigentlich das mit dem Spaten gerne machen. Mal, was ist denn das nochmal für eine Quest? Habe ich gar nicht mehr. Vielleicht ist es. Weiß ich nicht. Einfach weg. Ich würde mir das gerne, das aber... Ist gar nicht mehr da. Nee. Ich würde mir das wo aber... ist Quants Bruder? Wo Quants Bruder ist, weiß ich auch nicht. Ich würde, da ich den Spaten habe, würde ich gerne einmal die Schnellreise machen und gucken, ob dieses... Ob's ja, wollen wir dann nicht erst die Quest hier beenden? Bei Chris? Mit dem Flugzeug? Ach so, ja. Hast du recht. Ja, machen wir. Very, very good. Yeah, we can use that to broadcast our SOS signal. Someone out there has to be listening. Oh! Ich muss was dafür loswerden. Ah, das zählt aber nicht, oder? Das zählt gar nicht. Nein? Nee. Doch. Die Sachen aus Quest zählt wahrscheinlich dann nicht. Meine Reihe, Alter. Nee, Kirche. Dann gucken wir mal eben. Jawohl, braucht er jetzt eine Schaufel oder einen Spaten? Einen Spaten. What have we got here? Ja, suche einen Spaten. Neue Quest begraben. Da ist er doch. Und ich kann's machen. Ich kann's machen. Hier, bitteschön. Thank you. Okay. Sehr schön. Thank you. Ich würde mal eben die legendären Waffen gerne bei ihr hier unten in dem Auto. Ist sie da noch in dem Auto oder ist sie, die ist ja mittlerweile mit uns weggefahren? Ich weiß nicht, ob die jetzt da unten ist. Würde ich einmal kurz gucken wegen den 10 Zombies. Ja, mach ich. Mit dem Molotow. Nee, sie ist nicht mehr da. Schade. Dann muss ich ihr das in dem neuen Dorf geben. Aber du kannst das gerne eben mit den Zombies versuchen. Ja, dazu muss ich erstmal 10 finden, ne? Ja, die findest du ganz einfach. Ich kann die auch zu dir lotsen, wenn du willst. Ah. Hallo. Hallo. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich hole dir noch andere. Pass auf. Watch yourself!
Ja, du kannst da ruhig bleiben. Bleib da auf dem Auto ruhig. Ich hol dir die ja alle. Welchen? Auf dem da vorne? Ja, auf dem hohen. Dass du da keiner dich da irgendwie treffen kann. Da muss ich nur einmal runterspringen, dass sie mir alle auf einmal hinterherlaufen. Da ist ein Runner. Und wie viele haben wir? Ich komm gleich wieder. Die sollen ja nicht mir folgen, die sollen ja dann... 1, 2, 3, 4, ja, ich hol dir noch welche. 6, 7. Hier habe ich noch 4. Kommt mit, Freunde. Follow me. Immer schön folgen, Kumpels. Immer hinterher. Ja, hier habe ich auch noch welche. Kommt alle mit. Kommt alle mit. Aua. Du solltest mich nicht... Hey, ihr 4 hier hinten. Hallo? Sir. Und Ma'am. Würden Sie wieder mitkommen? Hast du mal gezählt, wie viele du jetzt hier sind? 7. Ja, da hinten kommen noch welche. Ich habe noch Freunde mitgebracht hier. Hallo? Kommen Sie auch mit? Ich kann auch welche anlocken. Aua, ich bin gleich tot. Ich muss noch eben raufkommen hier. Aber wie viele sind denn das jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neun habe ich gezählt, oder? Eins. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Ach, schwer. Zwei, vier, sechs, acht, neun, ja. Oh, wir brauchen die hier hinten noch, warte mal. Adam. Hallo? Ach nein, warum kommt ihr denn jetzt alle hinter mir her? Ich glaube, jetzt kommen sie alle. Ich glaube, jetzt hast du genug. Die müssten jetzt nur hier einmal sein. Ich müsste einmal runterspringen und die müssten mir hinterherlaufen. Oder die müssten alle hier an einer Ecke stehen. Ja. Ich riskiere es mal, indem ich wegspringe. Ja. Ich komme dir hinterher, weil sonst... Ja, alles gut. Warte. Kommen jetzt alle hier zu mir. Was ein Scheiß. Das ist, glaube ich, einfacher, wenn du alleine bist. Das heißt, ich gehe jetzt hier oben drauf. Weil die beiden schon Feuer gefangen haben. Ich glaube, ich muss das alleine machen. Ja, das ist zu schwer, weil die sich auf den einen fokussieren und dann wieder auf den anderen. Aber hier ist ein guter Spot, das zu machen, siehst du ja. Das ist relativ schnell eigentlich, da 10 Leute zusammen. Gut, haben wir das mit dem der Schaufel, beziehungsweise mit dem Spaten auch geschafft. Sehr gut. Na, jetzt bin ich gestorben. Echt? Nee. 11.000 verloren. Bei ihm hier zum Shopmeister mal im Hing. Acker des Schicksals. Eigentlich von ihm kaufen. Behindertes Brecheisen, also ja. Ich habe 92.000. Junge, Junge, Junge. Erstmal ein bisschen geupgradet hier. Jetzt habe ich nur noch 37.000. Jetzt ist erstmal gut.
Das ging aber, das war ein rasanter Abstieg. Ja, er kriegt noch ein paar Batterien von mir. Maybe there's something we can use. Ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und dann gehen wir wieder zurück in den Dschungel und machen da weiter. Oh ja, Bruno braucht auch noch ein paar Nägel. Hier, Bruno. Ja. Ist denn hier noch irgend... Hier ist keine Mission mehr in der Zwischenzeit aufgeploppt, ne? Nee. Hier ist nur Besuch, besorge 5 Reiniger. Nee, dann gehen wir als nächstes wieder in den Dschungel rein und da sehen wir uns dann in der nächsten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.